Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Es ist der 9. Spieltag und morgen um 14 Uhr ist Anschluss. Trainer Heiko Herrlich, wie immer bei mir. Und Heiko, ja, eine deftige Schlappe, die erste deftige Schlappe in dieser Saison, 14-0 gegen Zwickau verloren. Außerdem auch noch die eine oder andere Blessur mitgenommen. Das ist die wichtigste Frage eingangs. Bring uns doch mal auf den Stand, wie es den Jungs geht, vor allem denen, die vom Platz mussten. Ja, bei Marvin Knoll ist es so, dass ich mit dem Doc nach Rücksprache mit dem Dr. Neuking, dass wir entschieden haben, dass er morgen nicht spielt. Er ist ja wegen muskulärer Probleme vom Platz genommen worden. Und wenn jetzt morgen ein Endspiel wäre, dann wird es vielleicht gehen. Aber warum soll man da ein Risiko eingehen? Marvin Knoll hat eigentlich die ganze Rückrunde, Regionalliga-Rückrunde, mehr oder weniger wegen muskulären Problemen gefehlt. Und deshalb haben wir ihn ja auch rausgenommen. Er hat gesagt, er macht dauernd zu. Da wollen wir gar kein Risiko eingehen. Für ihn wird morgen dann Robin Urban spielen, der sicherlich auch hier mal vor heimischem Publikum dann zeigen möchte, warum wir ihn geholt haben. Ja, Marc Leiss, nach gestrigem Stand, soll er heute ins Mannschaftstraining einsteigen und müsste normalerweise bis morgen reichen. Bei Andy Geipel sieht es auch so aus, dass dass alles wieder gut ist, auch nach Rücksprache mit Doc. Und bei Alex Nanzig gehe ich auch davon aus, dass er morgen spielen kann. Also alle drei werden heute mit im Mannschaftstraining mit dabei sein. Jetzt haben wir über das Körperliche gesprochen, aber auch mit dem Kopf hat es sicherlich was gemacht. Wie sah da die Arbeit in den letzten Tagen aus? Ja, wir haben das am Mittwoch nochmal aufgearbeitet in einer längeren Mannschaftssitzung, wo wir die Tore auch nochmal und diverse Szenen gezeigt haben. Muss da einfach nochmal ein bisschen ausholen, wenn ich jetzt so die Saison bisher Revue passieren lasse mit dem Aufstieg, mit dem Aufstiegsspiel gegen Wolfsburg 2 zu Hause, wo die Mannschaft hier wirklich eine überragende Leistung gebracht hat, auch gerade das Spiel gegen den Ball. Ich fordere immer von der Mannschaft ein, dass er gegen den Ball spielt wie Scheißhaus fliegen, dass wir versuchen zu attackieren, wo es nur geht, den Gegner nie öffnen lassen, schön durchdecken, immer pressen, sofort nach Ballverlust in der gegnerischen Hälfte ins Gegenpressing kommen. Das war die ersten Saisonspiele auch zu sehen. Damals war die ganze Vorbereitung, wenn man die Fragen hier oder der Tenor. Ist die Mannschaft, ist der Kader denn stark genug für die dritte Liga? Hat zwar für die Regionalliga mit Ach und Krach gereicht, aber ist der stark genug? Das war die ganze Zeit so die Frage, die große Frage, die im Raum stand. Und da hat man immer dagegen gearbeitet und gesagt, die Vorbereitungsspiele sind gut und wir sind davon überzeugt, dass der Kader stark genug ist. Und in den ersten Spielen wollte halt auch jeder beweisen, dass er Drittliga-Niveau hat und dass er da mithalten kann. Und gerade diese Tugenden gegen den Ball, ist ja die Hälfte vom Spiel, hat gereicht, um in den ersten Spielen auch die Punkte zu holen oder die Spiele zu gewinnen. Das waren ja auch knappe Spiele. Wir waren da wirklich nah an den Gegenspielern und haben jeden Zweikampf angenommen, haben robust gespielt, haben uns versucht durchzusetzen. Und ja, und da war ja auch immer das Spiel gegen Hertha noch im Blickpunkt, ne, so als Fernspiel, als Dessert. Und jeder Spieler wollte natürlich von denen, die in den ersten Spielen, in den ersten 4 Spielen bis Frankfurt dann gespielt hat, seinen Stammplatz natürlich auch nicht verlieren. Und deshalb hat er das, was eingefordert war, natürlich auch immer versucht umzusetzen. Und dann war das Hertha-Spiel, das ist verloren worden, aber auch da waren diese Tugenden gegen den Ball absolut zu sehen bei allen Spielern. Und danach ist es peu à peu weniger geworden. Ne? War natürlich der Super-GAU Eigelsbach, wo komplett 11 neue Spieler gegen einen Bezirksligisten nicht geschafft haben, weiterzukommen. Was natürlich den Stammspielern bis dahin natürlich keinen Druck unbedingt bei denen eine Drucksituation ausgelöst hat. Und die wussten natürlich, ja, okay, da kommt natürlich nicht viel von hinten und ich bin mir jetzt meinen Stammplatz noch sicherer als davor. Und das ist eine ungesunde Situation, die sich dann gleich in dem Spiel gegen Aalen wiedergespiegelt hat, weil das war bis dahin die schlechteste Leistung, obwohl ich auch da sage, hätten wir eigentlich Punkte mitnehmen können.
Dann haben wir die Woche intensiv das aufgearbeitet und gegen Lotte war dann wieder eine bessere Leistung, aber da hat man, das haben wir letzte Woche aufgearbeitet, haben wir ein Mentalitätsproblem festgestellt, dass man sowohl die Chancen gegen den Ball, also gegen den Ball, die Standardsituation überhaupt nicht so das 2-1 hätte zulassen dürfen und beim Stand von 2-1 die Chancen hätten nutzen müssen. Ne? Gegen Viktoria Köln haben wir dann festgestellt, gut, die Mannschaft hat gezeigt, jede Standards hat sie... Fortuna Köln hat jede Standardsituation super verteidigt. Wir haben da nichts zugelassen, am Ende tolle Moral gezeigt, noch das 2-2 geholt. So. Jetzt ist natürlich in den vergangenen Wochen immer auch das Lotte-Spiel war ja, ich habe gesagt danach, ich habe noch nie so schön verloren. Wir haben die Räume, die ich den Jungs immer zeige, die wir bespielen müssen, auch ordentlich genutzt, haben uns zahlreiche Torschancen erspielt. Und es sah auch schön und nett aus. Und das muss ich einfach, das war letztendlich dann auch mit meinem Fehler, dass ich vielleicht die Schwerpunkte mehr in der Offensive gesetzt habe. Obwohl ich vor dem Zwickau-Spiel gewarnt habe, wir müssen uns gegen die robuste, aggressive Spielweise behaupten. Wir müssen uns versuchen durchzusetzen, die Reihenfolge einhalten. Und das ist eben gerade in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gemacht worden. Es war praktisch gerade spiegelverkehrt, wie unser Wolfsburg-Spiel. Die haben uns letztendlich den Schneid abgekauft, haben uns aufgefressen. Wir haben uns nicht behauptet, wir haben uns auffressen lassen. Und was eigentlich das Schlimmste ist, ich hatte gedacht, wir haben eine Mannschaft, wir sind eine Mannschaft. Und was gerade in den ersten Spielen zu sehen war, jeder arbeitet für den anderen. Und jetzt war gerade so eine Situation in Zwickau, jeder schaut, wie er am besten selbst wegkommt, wie er für sich gut dasteht und er arbeitet nicht mehr für die Mannschaft. Und diese Dinge habe ich am Mittwoch angesprochen, aufgearbeitet und da müssen wir den Schalter schnellstmöglichst wieder umstellen, dass wir Diener sind hier für den Verein. Das, was vorne drauf steht, ist wichtiger als das, was hinten drauf steht. Da hat der ein oder andere gedacht, vielleicht ist der Kuchen jetzt schon da und jetzt nehme ich mir ein großes Stück raus und jetzt gucke ich, wie ich am besten dastehe. Und das muss ich ändern, weil sonst, wenn man in eine ganz schwierige Situation reinkommt. Und deshalb ist es eigentlich egal, wer morgen kommt, wie die Qualität ist, weil wenn wir das nicht von uns her, unsere Leistung da abrufen und so bereit sind, wieder gegen den Ball zu arbeiten, füreinander, miteinander, dann werden wir richtig Schwierigkeiten bekommen. Und das habe ich der Mannschaft so mitgeteilt am Mittwoch. Und jetzt wollen wir mal sehen. Inwieweit sie das annehmen. Die Situation ist ja, dieser Charakter, dieser Geist der Mannschaft, das war ja schon ähnlich vor mir, bevor ich hier im Januar gekommen bin. Letztes Jahr hatten wir auch mit 9 Siegen und einem Unentschieden die ersten 10 Spiele bestritten und dann hat sich alles komplett gedreht und man ist so ein total negatives Fahrwasser reingekommen. Warum jetzt im Kleinen erste 4 Spiele positiv, 3 Siege, 1 Unentschieden, zweite 4 Spiele, 3 Niederlagen, 1 Unentschieden. Warum gleiche Fehler nochmal machen? Verstehe ich nicht, das habe ich der Mannschaft gesagt, aber ich hoffe auf eine Reaktion, dass sie das zeigt. Paderborn wartet ein starker Gegner, wird eine richtige Aufgabe morgen die Partie, oder? Ja, natürlich, Paderborn ist vor 1,25 Jahre noch in der Bundesliga gewesen, abgestiegen, haben ja auch da gezeigt mit ihren Spielern, mit ihrem Kader, dass sie tolle Ergebnisse da abliefern. Sah ja lang so aus, als könnten sie vielleicht die Klasse sogar halten. Sind dann abgestiegen und haben das vielleicht unterschätzt in der zweiten Liga, dass die Reihenfolge auch wieder eingehalten werden muss. Und man hat ja lange ja noch gesprochen, auch unter Stefan Effenberg da noch, dass man wieder aufsteigen möchte und am Ende ist man Tabellenletzter gewesen und ist sang- und klanglos abgestiegen. Man hat es zu spät erkannt, dass die anderen auch fighten können und Fußball spielen kann. Aber ich habe das jetzt im Detail jetzt nicht so verfolgt. Jetzt ist man nochmal abgestiegen, findet sich in der dritten Liga wieder, hat einen schwierigen Start gehabt, hat sich toll verstärkt. Also wenn ich jetzt den Kader durchgehe, sind tolle Spieler mit der beste Kader in der Liga, ne, wenn ich jetzt mal so aufzähle, mit Jedovic von Wolfsburg 2 geholt, Offensivspieler, sitzt da nur auf der Bank, also haben meistens auf der Bank, Piosek
bei mir Jugendspieler bei Borussia Dortmund noch gewesen, von Kaiserslautern höher gespielt, Marc-André Kuska, auch in der Zeit, wo ich bei Borussia Dortmund war, als 17-Jähriger, erste Spiele in der Bundesliga gemacht, bei Bert van Marwijk, super Stratege. Also da ist schon brutale Qualität. Paderborn klingt gut, ich hoffe, dass das bei unseren Spielern das auslöst, diese Tugenden, was sie ja auch schon gezeigt haben, was sie können, an den Tag morgen zu legen und da dagegen zu halten. Danke, Heiko. Dann wird man die Fragestellung an den Journalisten übergeben. Heinz Gläser von der Mitteldeutschen Zeitung beginnt. Wenn mich alles täuscht, sind Sie ein bisschen schwach bei Stimme heute. Ist das noch eine Auswirkung von einer gewissen Erregung in Zwickau oder war die Ansprache an die Mannschaft so fordernd für die Stimme, dass das ein bisschen nachwirkt? Na, es ist ja jetzt so Jahreszeitwechsel. Es wird ein bisschen kühler. Und natürlich sicherlich auch von Dienstag, wo ich versucht natürlich habe, noch zu coachen und reinzurufen, dass ich noch was, damit wir so lange wie möglich weiterleben. Und dann haben wir auch noch Training gehabt und jetzt die Witterung, mit der kämpfe ich natürlich auch ein bisschen, aber die Stimme, die reicht schon aus. Vielleicht doch noch ein kurzer Rückgriff auf Zwickau. Sie hatten ja wirklich Expressis-Verbis gewarnt, dass da eine, sagen wir mal, sehr robuste Gangart gepflegt wird. Ihr Trainerkollege hat dann gesagt, naja, in unserer Situation geht nicht anders. Ist man da als Trainer schon irgendwie auch ein bisschen perplex, wenn die Mannschaft sich so gar nicht dagegen wehren kann, obwohl sie so explizit darauf hingewiesen wird? Ja, ich habe die Verantwortung für alles und ich stehe dafür natürlich auch gerade. Und wenn es läuft, bekomme ich auch viel Lob, da freut man sich ja auch dann drüber. Bloß trotzdem habe ich ja immer gesagt, unser Ziel ist dieses Jahr als Aufsteiger ganz klar der Klassenerhalt, dass man dafür arbeitet. Und ich kenne ja auch die Mannschaft und die Charaktere ein bisschen. Und dass das noch nicht so gefestigt ist, dass diese Abläufe, diese Reihenfolgen, das habe ich schon immer ein bisschen gespürt. Deshalb habe ich natürlich auch gewarnt. Jetzt ist es eingetreten und natürlich, wenn die Mannschaft trotz Warnen das nicht umsetzt, trage ich trotzdem die Verantwortung, dann habe ich es nicht gut genug gecoacht oder muss ich halt noch verstärkt darauf hinweisen. Den Schuh ziehe ich mir schon an, da weiß ich schon, dass ich mit in der Pflicht stehe. Nochmal ganz kurz vielleicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wäre es ja jetzt eigentlich Situation, Druck auf die Stammkräfte, haben Sie gesagt, hat ein bisschen gefehlt. Vielleicht den anderen, einen oder anderen personellen Impuls zu setzen, aber dafür fehlen Ihnen wohl ein bisschen auch die Alternativen angefangen, sich Verletzungsmisere etc. Also sind Ihnen da aktuell die Hände gebunden, da ein Zeichen zu setzen, zu sagen, jetzt sollen sich mal andere beweisen? Nein, Sie sind ja auch jetzt schon länger immer hier, wenn ich Pressekonferenzen halte oder wenn wir miteinander über Fußball reden oder über Mannschaften und Sie wissen ja, dass wie wichtig ich das erachte, dass du nicht nur 11 Stammspieler hast, sondern dass du 15, 16 hast. Ich glaube, absolute Topleistung musst du immer dann bringen, wenn du natürlich dich mit der Sache, mit deiner Mannschaft, mit dem Verein identifizierst, dann bist du immer fähig, mehr rauszuholen aus deiner Kapazität. Und ganz wichtig ist natürlich auch ein gesunder Konkurrenzkampf, dass man weiß, es geht auch ohne mich weiter und da ist jemand, wenn ich meine Leistung mitbringe, der sofort einspringen könnte. Das ist was Positives, aber es ist auch eine Drucksituation. Und deshalb habe ich auch direkt darauf reagiert, als Haris Hüseyin jetzt letzte Woche ein Tor gemacht hat, dass ich ihn dann gebracht hat von Beginn an. Gleichzeitig war es natürlich auch so, Marco Grüttner ist für mich absoluter Stammspieler. Ich habe ihm davor schon ganz klar gesagt, dass er am Samstag auf jeden Fall wieder spielen wird. Wenn wir mit zwei Stürmer spielen, das muss ich mir noch genau überlegen. Ich denke, er hat bisher überragende Leistungen gebracht, auch wenn man das jetzt anhand der Tore nicht sieht, aber viele Balleroberungen, arbeitet brutal gegen den Ball. Das Tor hat er indirekt auch mit vorbereitet, das 2:2 gegen Fortuna Köln. Die Woche davor in Lotte, das 1:0, eine brutale Balleroberung. Also trotzdem habe ich versucht, darauf zu reagieren, um auch ein Signal zu senden an alle Reservespieler. Ja, Leistung wird belohnt und die Tür ist auf, um da zusätzlichen Druck auszuüben. Ähnlich wie Marcel Hofrath, der
natürlich jetzt in letzter Zeit sicherlich nicht die optimale Figur gemacht hat, auch nicht unbedingt mit Leistung überzeugt hat, auch in den Spielen, die er gemacht hat, aber eine gute Trainingswoche und eine gute Leistung bei der U21 haben mich dann trotzdem dazu gebracht, letzte Woche hineinzuwechseln für ein paar Minuten. Und die Tür ist immer auf. Und deshalb muss jeder wissen, trotz Eigelsbach, es wird trotzdem erwartet, seinen Teil dazu beizutragen. Aber wir haben jetzt natürlich mit Salah auch neue Alternativen auf 6 oder auf der Außenverteidigerposition, auch als zweite Spitze. Und die anderen sind herzlich dazu eingeladen, da zusätzlich Druck auszuüben. Nur ganz kurz nochmal, das habe ich richtig verstanden. Also der Gedanke vielleicht mit zwei Stürmern mal zu versuchen, der ist zumindest da jetzt vor diesem Spiel. Ja, wir haben ja auch in der Vergangenheit, also ich habe mich da jetzt noch nicht endgültig festgelegt, aber wir haben ja auch wichtige Spiele in der vergangenen Saison, wie gegen Fürth oder ja, Fürth haben wir mit zwei Spitzen gespielt, erfolgreich bestritten. Und das waren ja auch Schlüsselspiele. Also da muss man einfach mal schauen, wie man das letztendlich macht. Dann sind für heute alle Fragen gestellt. Bleiben mir noch ein paar Hinweise zum Ende. Morgen wird im Rahmen des Spieltages auch der Jahn-Landkreistag erstmal stattfinden. Da ist der Landkreis Schwandorf bei uns zu Gast. Darf sich vorstellen, der Landrat gibt ein Interview in der Halbzeitpause. Ansonsten sind viele Unternehmer aus Schwandorf hier und ja auch Fans, die sich ihr Ticket im Vorverkauf vergünstigt sichern konnten. Und heute Abend findet die Mitgliederversammlung statt. Für alle, die es vielleicht auch jetzt noch das erste Mal hören, obwohl wir mehrfach schon informiert haben, herzlich eingeladen, jedes Mitglied heute Abend vorbeizukommen und aktiv am Verein mitzuwirken. Heiko, du wirst auch da sein, der eine oder andere Journalist, denke ich auch. Deshalb vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei der Pressekonferenz und bis heute Abend oder spätestens morgen dann beim Heimspiel gegen Paderborn. Vielen Dank.